Begleiten Sie den Landkreis Fürstenfeldbruck auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft und entdecken Sie die Schätze vor Ihrer Haustür. Mitten im Herzen der Stadt Fürstenfeldbruck gibt es ein Café der besonderen Art, das Repair Café. Das Repair Café ist kein Café im üblichen Sinne, sondern ein Treffpunkt, an dem alles Mögliche repariert wird. Ob Computer oder Elektrogeräte, Möbel oder Textilien. Im Repair Café wird geschraubt, getüftelt, gehämmert und genäht. Die Betreiber des Repair Cafés setzen sich gegen das unbedachte Wegwerfen von Dingen und den unnötigen Ressourcenverbrauch ein. Vieles, was seinen Geist aufgibt, kann mit geschickten Handgriffen wieder zum Laufen gebracht werden. Die Idee kam ursprünglich aus den Niederlanden. Da wurde 2010, was ich weiß, das erste Repair Café eröffnet. Die Idee hatte eine junge Frau. Und seitdem hat sich diese Idee verbreitet über die ganze Welt. Es gibt die in jedem Land fast schon der Erde. In Fürstenfeldbruck gibt es jetzt das erste hier bei uns seit März diesen Jahres. Da haben wir eröffnet. Die Grundidee ist eben, man sollte doch Sachen, die also nicht mehr funktionieren, dass man schaut, dass man die nicht gleich auf den Müll schmeißt, sondern dass man die versucht wieder zu reparieren. Wir haben also einen ziemlichen Andrang an Besuchern. Das hat sich schon sehr herumgesprochen in Fürstenfeldbruck. Und es kommt an. Jeden ersten Samstag im Monat strömen die Besucher förmlich in die Räume der Hauptstraße 1. Aus ihren Taschen kommen streikende Toaster und Laptops, Gartenhäcksler und Kettensägen, Pullover mit Mottenlöcher oder Halsketten, die gerissen sind, zum Vorschein. Die Vorbereitungen zum Repair-Café beginnen tags zuvor. Bei Leberkäse und Brezen planen die Helfer den Ablauf und diskutieren Verbesserungsvorschläge bei den Reparaturangeboten. Jeder der Helfer bringt seine besondere Fähigkeit ein und arbeitet ehrenamtlich. So geht es im Repair-Café nicht um Gewinn. Die Helfer haben Spaß am Tüfteln und setzen ihr Know-how gerne ein, um anderen Menschen damit zu helfen. Viele Leute haben halt nicht das Geschick, den Fehler zu finden und es dann auszubessern und zu reparieren. Und ich glaube, da habe ich ein bisschen Erfahrung mit, und was geht, geht, und was nicht geht, okay, das muss man dann wirklich entsorgen. Außerdem ist es für mich ganz wichtig, diesen Wahnsinn von Konsum und Wegwerfen etwas einzudämmen. Und es macht einfach unheimlich viel Spaß. Das trägt einem wirklich dann die nächsten, durchs Wochenende auf jeden Fall durch. Und ja, es ist einfach ein zufriedenes Gefühl, wenn man rausgeht. Sollten auch Sie einen Hocker mit einem wackeligen Bein haben oder einen Radiowecker, der Sie verschlafen lässt, denken Sie nicht gleich an Neukauf. Ein Besuch im Repair-Café ist eine echte Option, das Leben Ihrer Gerätschaften zu verlängern.